Dann hat man auch mal den Überblick, wo wir uns hier so befinden, wie die Häuser aussehen, wie schäbig und schön es gleichzeitig sein kann hier. Auf jeden Fall. Schön, ne? Aber runtergucken, boah, also da muss ich sagen, der wird mir aber auch ein bisschen Fuzzi, komisch, mach keinen Quatsch, wenn ich so runtergucke. Fuzzi, nicht springen, bitte. Also hier sind wir richtig mittendrin, Schatz. Oh ja. Ui. Hola! Quanto costa? Wir machen die, guck mal, hier machen die verschiedene Säfte, hier pressen sie die Orangen aus. Also das kostet jetzt 3 Sol. Also kein Euro, ne? Nein. Ah, hier gibt es Ziege, glaube ich, ne? Boah, sieht das gut aus. Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das hier? Hier kann man, also das sind schon so Stände, das habe ich schon so ein bisschen erforscht. Hier gibt es einen Bereich, den wir jetzt gerade gefunden haben, wo man so kleine Essstände hat, die haben dann Menüs, die kann man dann hier direkt vor Ort essen. Hier zum Beispiel wahrscheinlich irgendeine Hühnersuppe oder sowas. Und hier geht's weiter, die warten hier alle auf ihr Essen. Bei der Hase. Hier wird gegackert, Schatz, hier gibt es überall Hühner. Ich fühle noch nirgendwo so leckeres Fleisch gegessen wie hier. Hola, Signora. Was? Wir haben jetzt Brokkoli geschnitten mit Karotten, keine Ahnung was das ist, und Böhnchen. Damit Schnibbelbohnen. Machen wir uns dann eine Suppe. Das hier der Magen? Ist hier? Ah ja, ist Magen. Ah, okay. Ja, einfach mal Füßchen chat, ne? This one. Thank you. Thank you. Can I make a photo? Yes, okay. Yeah. Perfekt. Ja, ist ja genug. Oh Gott, Chat, hier, guckt euch mal dieses ganz leckere Fleisch an. Oh, hier gibt es Trockenfrüchte. Datteln und so, ne? Oh, der hat alle möglichen Sorten von Streusel. Das kann man hier verstellen. Einige Köche haben wir ja, Chat, ne? Famoso. Oh, wei. Mach tüdelü, mach tralala, mach tüdelü, hola, hola. Da stelle ich mich lieber tot. Na gut, ich würde am liebsten würde ich so ein Süppchen probieren, ja. Ja, mach das. Da ordentlich die Kelle rein, Schatz. Gratias. Oh, steht der junge Mann da mit seiner Glatze. Boah, leck mich am Arsch, Schatz. Adios. Bye-bye. Ich sag's vorher schon mal, das sind frittierte Kartoffeln. Die werden serviert mit verschiedenen Soßen. Und das ist so ein typischer Stand, wo man hier so Kartoffelchen essen kann. Papa, okay. Yeah. Das ist keine normale Kartoffel, sondern das ist Kartoffel klein gemacht. Ja. Da bin, gracias. Chat. So was ähnlich wie eine Riesenkrokette, genau. Mm. Ja, bueno. Ach, da ist schon gehacktes drin. Da ist gehacktes drin. Ja. Ah, das ist also schon gekocht. Dann füllt ihr die mit gehacktes und dann wird es frittiert. Ah, das ist schon gemacht. Ah, okay. Ja. Guck mal, dann wird das frittiert. Zack. Zack. Buen dia, adios. Gracias. Und das Hackfleisch da drin, richtig geil. Chat, haben wir sie wieder glücklich gemacht. Was war das jetzt, Costa Cordalis? Drei. Drei, also nicht mal ein Euro. Du wolltest doch hier, Frischkäse-Eis gibt's hier. Also ich kann hier an jeder Ecke was essen. Komm, er mit seinem Hündchen hier, da geben wir ein bisschen Kleingeld, Chat. Gracias. Oh Gott, ist hier süß. Oh shit, das ist aber ein historisches Zentrum hier.
Schön. Mega. Polizei muss auch aufgenommen werden hier. Was machen die Polonaise oder was? Oi. Temprano en la mañana a Lucila me encontré. Me dije a Chihuahua ya solito me quedé. Lucila, no te vayas por favor. Das ist dann der Präsidentenpalast hier. Rein, ne? Das ist der Präsidentenpalast, den kann man nicht besichtigen. Hase, guck schlecht. Boom, wieder ein Traum zerplatzt. Einfach mal so eine 20 Meter Schlange für Churros. Vielleicht so Chinatown, ne? Das heißt auch Churros? Ja, die mag ich gar nicht. Die gibt es so als süß, die schmecken dann so ein bisschen wie, wie Berliner oder so. Und so dann gibt es hier aber auch salzig, mit so Würstchen drin und so und Kräuterbutter und sowas. Genau, die haben und so Käse. Das sind noch so historische Mauern hier. Ich liebe einfach solche Märkte. Ne? Guck mal hier, Mango, 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 Mango. Wahnsinn, was hier abgeht. Mal wirken lassen, Chef. Die Jeanshosen. Socken kosten 5 Zoll. 1 Euro für ein paar Socken. Ja, da auch rum. Okay, geh vor. Hier geht's los, Chat. Hier ist Chinatown. Endlich wieder Winkelkatzen. Linker Bereich, rechter Bereich. Ja, es hat aber tatsächlich nichts mit Chinatown zu tun, oder? So gar nicht, ne? Krass, ich dachte wirklich, man kommt hier in so ein absolut chinesisches Viertel rein. Was ist gar nicht der Fall. Hier wird es auch nur eine kleine Ecke geben, wo dann wirklich die Chinesen sind. Gracias. Für 1 Zoll. 25 Cent, Chat. Ich bin soweit gesund, mir geht es gut. Ich habe einen Mann, den ich über alles liebe, der mich liebt. Ich darf streamen, habe eine tolle Community. Was will man mehr? Welcome to the main city in this country, it's Lima. Also, Kolonialzeit werden wir viele Buildings sehen. Und der goldene Epoche. Cusco is more native. Get close, please. Here, please. Front of us. You can see the house of the photography or Studio Courret. Also, El Presidente hat hier neue Motorräder für die Polizei zur Verfügung gestellt. Bueno, gracias. Dios mío, qué bueno. Bams. Gracias, señora. Gracias, gracias. Adios. Hasta luego. So. Ja, also. Listen, guys. See, all churches in Gut, ne? St. Augustine Church. Das sind diese alten Balkone aus der spanischen Herrschaft hier. Typisch andalusisch. Leas San Agustin. Okay. 5 Kloster. Das ist ein Kloster. Its name Fernandini's House or Fernandini's Museum. Fernandini's Museum. Chileans are very proud and they are having that ship named El Huascar. Okay. But that's not important for us.
because we have more things. Look, my friends, in front of us, you can see one of the most beautiful and representative old mansions from colonial times. It's named Ozambela's House. Guys, this is the old post office. But now the building is the post office. Boah, sieht das schön aus hier. Die neuen Motorräder der Polizisten vorgestellt. Die bekommen alle neue. Die bekommen alle neue Motorräder. Das ist doch nett. Oh, ja, ja, ja. Schnieke. Rollers haben sie hier. This is the most important place for Catholic Church in this country. Can you see the sculpture in the top? Eine der ältesten Kirchen in der Stadt. Okay, this is from our community because we did a live stream and they follow us with the tour and they say they want to gift you this love balloon. Don't tell me. As a sign for thank you. Don't tell me you are a YouTuber. Yes. Oh my God. Oh okay, my guys, God. Listen. Everybody behind me, photo. I'm very mad. Maybe the place where he was talking about food, it was here. Beautiful, I will send it to you. The fountain park today. Magic city of the water. Yes, we want to go to...